Das ist gut. Ja, und mit viel Ärger und viel Eifer geht's in die neue Folge Borderlands 3 Sequel. Damit herzlich willkommen zurück. Keine Ahnung, wie man sich ärgert. Also ich weiß, wie man sich verärgert. Bitte sehr. Ah, jetzt. Warte. Es ist übrigens nee. Mit... Du nicht hast übrigens... Nein. Ja, lass mich doch mal ausreden, Frau! Mensch! Nein. Doch. Oh, ein friedlicher, erstmal schön. Nicht abknallen! Mit der Waffe, mit der du dich verärgern kannst, machst du gerade mal 4 Schaden. Öffne jetzt mal auf. Okay, korrigiere, 2 Schaden. Mann, hallo! Ich kann es für nichts gebrauchen! Mensch, jetzt Kinder. Was wird das? Ja. Was ist das wert? Damit du aufhörst. Ja. Hör auf! Hör auf, den Kraken zu... Mann! Ja, nicht killen. Ich gehe auch extra gerade weg. Ja, nach 10.000 Jahren, ne? Hier, Kraken. Ja, den Oliver, den habe ich extra erstmal weggeschickt. Ich stehe bereit. Au. Geh weg da. Nee. Nur am Zicken, die gehören. Ja, wir machen das richtig, ey. Das hält immer noch. Sie müssen es nochmal rammen. Hau ab. Wir müssen uns rammen. Ja. Super, sie haben das Gerümpel weggerammt. Keine Ahnung. So, jetzt können. Gut gemacht. Spitze, jetzt bring ihn mir her und ich gebe dir eine Laserwaffe. Aua. Laserwaffe. Das steht für mich. Und das hier ist dafür eine coole Torknarre. Warum? Weil ich Laserwaffen hasse und voll nachtragen bin. Das steckt tief in mir drin. Schmeiß den Lichtreaktor irgendwo in die Lava. Nein, ich Laserknarre. Doch. Du kannst den Reaktor für Torg zerstören oder mir geben. Ich mag dich so oder so. Ich bin für irgendwo in die Lava. Nein. Doch. Was? Torg ist cool. Ich habe gerade Fehlerstatus wird geprüft. Was? Fuck. Mein Spiel hat Fehler. Ich komm mal wieder nur rein. Also, bei mir bist du noch drin. Ja, das sieht gerade sehr witzig aus. Sie geht gerade Selbstmord begehen. Cool. Ja, aber ich kann tschüss, weg ist er. Lass uns tauschen! Das kann ich verwirren, ja. Dominik, ich hasse dich schon mal, sag. Ja. Ja, die Torknarre. So ein Lappen, Alter. Dominik. Mein Name. Bring mir Schokolade. Bäh. Ach, schade. Na, zumindest hast du den Mucki-Typ happy gemacht. Ist ja auch was wert. Ich sehe dein Spiel nicht. Yeah, fett Schrotflinte! Dafür hat sich's gelohnt. Da bist du. Hör auf, mich zu überfahren! Und. Ich steig lieber aus! Das ist normal bei uns. Du musst aber ich will aber nicht nachher selber derjenige sein, der im Abgrund landet. Ich fahre aber gut. Kannst bei mir mitfahren. Nach der Sicht, ich habe angeschossen. Wow, Badass Rang verdient. Hey, ich bin wieder da. Wuhu. Yeah. Kohle. Totale Begeisterung von sämtlichen Seiten aus. Nein, noch kein Portia wollen wir noch nicht. Erstmal das hier. Habt ihr jetzt die Laserwaffe weggeschmissen? Dominik hat es. Ja. Es gibt eine coole Schrotflinte.
Die ist scheiße. Ich hab noch keine Schrotflinten. Nein, die ist cool. Schrotflinten sind scheiße. Schrotflinten sind generell cool. Hier ist auf jeden Fall scheiße. Ich höre da irgendeinen seine Taste penetrieren. Meine. Mach dir jetzt gut. Nicht wieder hochfahren. Ei! Jetzt speichert die Tosse. Willst du mich verarschen? Einmal mit professionellen Leuten arbeiten. Willkommen in Kalifornien. Also, was ist das? Ich weiß, wie es im Buche steht. Such einen Kerl namens Huckster, ex-Hyperion Mann. Er hat dir das Sagen. Ich muss mal zu meinen Kisten. Warum? Nicht tanzen, bitte nicht tanzen. Ja? Oh nein. Oh, noch ein Claptrap. Nein, ich treffe den nicht. Warum ist der automatisch? Ist das dein verdammter Ernst? Das ist ein Verstoß gegen das interstellare Verbalmoralitätsstatut. Das gibt eine Verwarnung. Alter, wir sind bewaffnet, du Trottel. Ich liebe Regeln. Ja, warte. Ja, 100. Ja, hab ich keine gefallen. Du willst aufs Maul? Wer will einen Skin haben? Ich hab einen Kohlefaser-Skin. Skin? Wo? Wo bist du? Ah, hab ich schon. Hier ja, das ist ich auch, deswegen brauche ich den ja nicht. Schade, dass du es wegen deiner vielen Verwarnungen nur von einer Zelle aus sehen wirst. Oh, wow. Öffnen nicht möglich, verdammt. Wie das Orbatron. Das wird echt schräg. Nur, dass du es weißt. Wo ist er? Da. Oh, super. Ja, betrachte dich als klar zur Dekontamination. Bumm. Ich hab ja gesagt, du kommst da rein. Jetzt sieh zu, wo du kommst. Ich will dekontaminiert werden. Willkommen, neuer Bürger. Ja, hast ja meine Befehle. Habt ihr den Typen gesehen? Hallo, Lea. Ich dachte, du bist verreckt. Nicht bewegen, wenn Strahl kommt. Und seit wann kannst du Russisch? Komm, die kommen hier alle. Bewegen! Komm, kleines dummeler Puschka. Ich, Schwester Nina, du brauchst Medizin. Du kommst zu mir. Aber nur wenn Ärzt. Schwester Nina hasst große Babys. Nur außer Babys. Hier dabei. Die Schwester Nina liebt. Du hier, die Alte macht mir die Angst. Du verletzt, die Idee. Ja, schön, danke. Wenn wieder verletzt, du kaufst Arznei an Automat. Oh, mach die Schatten auf! Bitte, Kiste! Ah, da. Kiste! Huckster, der Kerl, den du finden musst, nennt sich selbst Bürriff. Wie in Bürgermeister und Sheriff. Oh, völlig bescheuert. Aber er könnte wissen, wie wir das Signal... Nein. Der Typ bezieht immer noch eine fette Betriebsrente von Hyperion. Von meiner Abteilung. Ich bin praktisch sein Boss. Er ist sozusagen schon im Team. Hallo? Warum klaut ihr das von meinen Schlüsseln? Weil du genug hast. Und ich bin, hab gar nichts geklaut hier. Ich bin gerade erstmal angekommen. Mann. Man seine Beute extra schnell aufnehmen, Mann. Ich stehe hier bloß drauf. Ah, ich habe zweimal dasselbe Schild gekriegt. Hier, prügelt euch drum. War klar, dass man da raniert. Das so? Was ist es denn? Das ist ein Level 7er, 81. Nee, lass mal. Hier, da. Nerven behalte ich. Genau, Mädel, genau. Er ist ein totaler Witzer. Sollte man den Ball flach halten. Mach ihn. Oh, Mondstein gesammelt. Mondstein? Ja, so heißt das hier.
Achso, ja, stimmt, Mondstein. Bei diesem 40er Boss kannst du dort extrem gut Mondstein sammeln. Warte mal. So. Du hast eine Laserwaffe mit Mond. Wenn du das Team nehmen. Ja. Wie komme ich auf Sven? Ah ja, wegen dem Namen. Deswegen. So, jetzt. Dürfte ich mal öffnen? Der bringt sowieso nichts, die Geiern drauf. Ja, wir haben ja nichts. Lass mich. Da war ja nichts dabei. Ja, ich habe zumindest die Sniper gekriegt. Das ist das Wichtigste. Ja, ich habe aber eine bessere. Ich habe eine Flader bekommen. Die finde ich immer noch am besten. Schnellschuss. Ich habe eine. Keine Ahnung, wie die jetzt genau heißt. Irgendwie so einen scheiß beschissenen Namen, sagen wir es mal so. Die mit dem komischen Namen. Mal gucken, welchen Skin verwende ich jetzt? Ah, genau den. Kopf und. Was? Was bist du denn, ne? Wo waren wir schon? Alter. Ich hab so viele Skins. Ich hab alle 109 Skins für meinen Charakter. Ich nicht. Also, ich könnte ja noch den nehmen. Ich hab für meinen Charakter komplett alles. Nicht. Ich hab Pre-Sequel noch nicht so lange gespielt. Ich auf der PlayStation 4 auch noch nicht so lange. Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge fällt. Ich könnte auch als Möchtegern-Cyborg gehen. Aber ich bleib bei meiner Krone. Hier, warte mal. Irgendwie habe ich Glück und ich krieg die ganze Zeit Sniper. Echt? Jetzt habe ich schon 2 Stück. Jetzt muss ich nur noch ein Level aufsteigen. Ich wollte gerade sagen, das kommt mir so bekannt vor. Schöne fette Beute. Ja, ich brauchte nur die Feuerhyperion. Die brauche ich wegen meinem Schild. König Jack, ja. König und König Krone. Das gefällt mir. Gut Farbkombi. So, ich geh mal zum Büros oder versuch es. Braucht jemand von euch einen Granatenmod mit 171 Schaden? Von der Helios. Ja, schon mit Holz. Nein. Schlag ich, meine hat 236. Ich kann gern meinen anderen Charakter nehmen und dann habe ich definitiv höher. Ja, das ist nicht Sinn und Zweck dieses Let's Plays. Und außerdem, hör auf, die ganze Zeit zu schreien! Genau. Ich schätze, jetzt kann uns nur noch einer helfen, so leid es mir tut. Geh in die Up-Over-Bar. Du kannst stets auf die Waffe... Foxy! Wo ist Max? Oh, warte. Siehst du die zwei da auf der Tanzfläche? Die tätowierte Tussi und den Typ, der allergisch gegen Lächeln ist? Das sind Ex-Kammerjäger. Sieh zu, ob sie dir helfen. Endlich bringt uns das Scheißglück auch mal zu. Hallo nochmal. Hyperion verliert die Helios-Andal. Wir müssen das Signal abschalten, das die Systeme dort stört. Hyperion, Dal. Ist da ein Unterschied? Wir sind im Urlaub. Gemeinsam. Ja, sorry, aber wir sind raus aus der Kammerjägerbranche. Zu viele Tentakel. Was heißt das? Los, sprich mit Moxie, verdammt! Max! Moxie, Baby! Mehr als verhüllt. Moxie, hey! Was? Er lebt! Der weiße Ritter! Und ich brauche deine Hilfe. Und du bist dir sicher, dass wir nicht mehr zusammen sind? Hm? Wow. Klar, Schätzchen. Ich kann meinen Ex schon von einem Double unterscheiden. Du sabberst nicht so wie er. So, Jack schickt dich was. Muss ihn ja schwer gewurmt haben. Aber keine Sorge, vorbei ist vorbei.
Was braucht er von mir? Ich, Helios, Angriff, ja. Störsignal. Oh, wow, du bist echt hammerhübsch. Du willst ein Signal finden? Dazu musst du Transmitter auf den Echo-Türmen in der Stadt platzieren. Simple Triangulation. Die finden die Quelle, dann kannst du das Signal abschalten. Das Problem ist, ich habe keine Transmitter hier. Macht aber nichts. Du musst zuerst ein paar Mondsteine abholen, die der Zöllner Claptrap fälschlich beschlagnahmt hat. Geh zu ihm. Ich aktualisiere dein Echo. Vertrau mir. Du wirst es bald verstehen. Ja, ich werde es verstehen. Was soll das? Du arbeitest hier. Oh, beim Schwarzmarkt können wir noch nichts holen. Schweinerei. Oh, oh. Nein, nicht schon wieder. Roxy sagt, du sollst ihre Mondsteine abholen. Ich Hallo. Glaube, ich habe sie in der Bank hinterlegt. Du kannst sie dir dort holen. Ich bin ein großer Geld. Fan der Bank, aber sie ist nützlich. Wow. Hier redet meine Sniper, du Arsch. Die man nicht mit sich rumschleppen will. Wie teuer kostet das? Ach ja, richtig. So, hier. Er kann aber nicht mehr eine Sniper raus. Versteck was? Dort kannst du Objekte einlagern, die du mit anderen tauschen willst. Keine Ahnung, wieso er die Mondsteine dort abgelegt hat. Ach, ein Shotgun für dich. Hey, Hitler! Na, Hitler ist nicht zu Hause. Wer Ach weiß ja, von euch, wo das Versteck ist? Ja, ich weiß es. Nur zum Mitschreiben. Keine weißen Waffen verkaufen. Brauchen wir nachher noch. Für ein sehr gutes Outfit. Weiße Waffen. Hm? Wieso sollten wir weiße Waffen nicht verkaufen? Was? Im Ernst? Der sollte Wieso sich sollten verwarnen? Wir weiße Waffen nicht verkaufen? Nimm die Mondsteine und bring sie zum Schwarzmarkt. Wegen einer Nebenquest, wo wir über 100 Waffen abgeben müssen. Hm. Zeig die Mondsteine dem Typen da, dann kriegst du, was du brauchst. Und wieso ausgerechnet weiße Waffen? Ich habe vor einiger Zeit einen Haufen Transmitter bestellt, wollte mich dort aber nicht mehr blicken lassen. Diese Janie Springs versucht dort immer zufällig auf mich zu treffen. Hallo. Jetzt gerade will ich Moxys Hitler! Mondsteine gegen Transmitter von ihm eintauschen, guter Mann. Die gebe ich dir gratis dazu, wenn du mir was von dem anderen Müll hier abnimmst. Was? Hitler. Mann, die Uhr tickt. Wieso fühle ich mich an? Rucksack. Crazy Earl und kommt herum. Ja. Es ist nützlich, ihn zu kennen. Bring ihm die Mondsteine, dann gibt er dir, was du brauchst. Was liegt an? Ich liebe diesen Kerl. Ich gebe dir die Koordinaten der Türme auf dein Echo und leite die Aktion von hier. Ich melde mich, wenn du den ersten Transmitter platziert hast. Du musst auf das Dach von Springs Emporium O'Stuff kommen. Sie ist nicht in der Stadt, kann dir also nicht helfen. Und nur damit das klar ist, sagt Jack, wenn das vorbei ist, sind wir quitt. Hm. Ja, wir werden es ihm ausrichten. Entweder verkaufe ich die Waffen, die ich jetzt habe, durch den anderen Charakter da, den ich auch habe, die ich im Versteck habe, oder ich behalte. Hm. Musst du wissen. Nein! Zwei Waffen, die eine Waffe behalte ich auf jeden Fall. Ich muss unbedingt. Okay, hör zu, ich schick dir einen Wegpunkt. Er zeigt, wie ich versuchen würde, da hochzukommen. Einfach, weil ich so nett bin. Bin auch schon da, Schatz. Also wenn... Ich hab jetzt erstmal genügend Geld. Aber sie ist nicht sehr stabil. Könntest du dem Ding einen Klaps verpassen? Ihr schafft das. Schon besser. Gib mir eine Sekunde, damit ich hier alles herrichten kann. Ja, wenn du mir im Weg stehst. Ich versteh nicht ganz. Wo war nochmal der Safe? Nicht persönlich. Hey! Ja. gesagt? Na, siehst du, was ich meine? Das Signal. Es kommt nicht aus Concordia. Ich schick dir die Koordinaten für den nächsten Turm auf dein Echo. Die müsste irgendwo hier oben sein, oder? Soweit ich mich nur erinnere. Ja. Ich bin ein großer, ihr kriegt das schon hin.
Wir wissen, dass wir ein bisschen gegen die Statue kloppen. Plündern. Plündern. Hallo? Wenn schon gegenschießen, hat man mehr von. Perfekt, jetzt funktioniert's. Und jetzt kalibrieren wir das Ding. Ich muss hier an ein paar Schaltern fummeln. Mama, du weißt, warum ich nicht komme zurück. Hier sicher. Firma weiß nicht, ich bin hier. Name ist gleich, weil die Glauben nicht ändere. Aber Mama, Mama, nicht weinen. Nina, hallo. Muss los. Dieser also, Transmitter funktioniert nicht. Also nochmal von vorn. Das war's. Über dem Büro des Bürofs ist ein Turm. Versuch da hochzukommen. Achtung! Das unerlaubte Betreten von Staatseigentum wird mit sofortigem Tod geahndet. Danke. Ach ja, ich hätte die Geschütze erwähnen sollen. Du musst sie zerstören. Wow, das hätte ja wohl sein, Moxie. Was? Nee, Gummiente. Oh, und jetzt versuchen wir irgendwie ritzukommen. Hey, Bauer! Ja, ja, geschafft! Es hätten ein, zwei Kugeln die Relaiskupplung beschädigt. Sieh mal bei den Geschützen nach, ob du Ersatz dafür findest. Das klingt ja aufregend. Das ist ein Ding, das macht, dass der Transmitter wieder... Das ist sie. Zitat oder Hochspiel einfügen. Genau. Jawoll. Jetzt muss ich nur noch... Eine echt gute Zuhörerin. Das muss man dir lassen. Kann ich dich nicht morgen für ihr körperliche Dienstleistungen buchen? Momentan bin ich vor Stress der reinste Vulkan. Etwas Entspannung würde mir mal gut. Na, Dominik? Wie eklig. Ich sag auch vor Stress und reinste Vulkan. Ich weiß, dass Sabine nicht dazu da ist. Ich kümmere mich später um den Bürof. Okay, alles bereit, wie es schafft. Ja, ein Faul. Geh zu der Steuereinheit, die ich auf deinem Echo markiert habe. Aktiviere sie, dann können wir den letzten Scan starten und das Signal orten. Yeah. Whee. Ah. Wow, und genau in die Lücke. Yeah. Das Signal kommt von einem Ort namens Crisis Scar? Das ist eine alte Dahl-Funkstation. Dort gibt seit Jahren nichts als Gavs. Tja, scheint wieder zu laufen. Schalt es ab. Und Status-Update, ich werde nach wie vor beschossen. Wäre also cool, wenn du schnell machen würdest. Ach, schnell machen. Immer der Ruhe. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Ey, das stand so nicht im Vertrag. Sag mal, bist du irgendwie in so einem großen Raum, Dominik? Du wirst doch so weit weg an? Ja? Ja, weil ich gerade aufgestanden bin. Ja, ich bin gerade aufgestanden, 2 Meter gelaufen. Nein, weil es bei dir so halt. Das liegt daran, dass meine Decke sehr hoch ist. Meine Decke ist 3 Meter hoch. Läuft. Mhm. Und erstmal wieder Sachen einlösen. So ist... Aus anderem Respekt habe ich jetzt mal was geklaut. Ich werde noch zusammensparen. Mann. Ah ja, wenn du genügend Geld hast, dann kannst du ja nachher ganz viele Waffen kaufen für die Mission. Du kennst sie ja, oder? Ich kenne fast alle Missionen vom Ding her. Ja, aber die, wo man ganz viele Waffen haben muss. Ganz viele weiße Waffen. Wir müssen ja nicht unbedingt alles hier machen. Wir wollen ja hauptsächlich die Story durch. Diesmal machen wir alles. Hier gibt's keine zusätzlichen Sachen. Doch. Nein. Hier gibt's die EC-Mission. So. In dem Falle... Wow.
Die Folge war heute mal wieder sehr produktiv, muss ich sagen. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertungen da. Teilt das Video mit euren Freunden und verpasst auf keinen Fall die nächste Folge Borderlands 3 Sequel. Bis dann, gehabt euch wohl und ciao. Tschö. Tschö. Sag ciao nach dir. 3 ist übrigens sehr produktiv. Nachti! Los, worauf warten wir? Denn ich.